verschiedene Pflegeanforderungen. Sie haben sicher bereits den Satz von Symbolen bemerkt, der neben jedem Tier zu sehen ist, das Sie erforschen oder erwerben. Diese Symbole informieren Sie über entsprechende Pflegeanforderungen des Tieres. Wenn Sie diese Anforderungen nicht gerecht werden, wirkt sich das auf die Gesundheit des Tieres aus und kann sogar bis zum Tod führen. Oh je. Ihre Investoren haben Ihnen den Zugriff auf eine neue Fischspezies ermöglicht, den Riffbarsch. Lassen Sie uns einen Blick auf dessen Pflegeanforderungen werfen. Aha, okay, ja, Der Riffbarsch besitzt eine Anforderung, der Sie bisher noch nicht begegnet sind. Es handelt sich um einen Schwarmfisch. Das bedeutet, dieser Fisch zieht es vor, sich das Becken mit einer gewissen Mindestanzahl seiner Spezies zu teilen. Das ist wahrscheinlich das hier? Ne, hier unten, oder? Ja, mindestens 4 Exemplare. Beweisen Sie Ihr Wissen über Pflegeanforderungen, indem Sie die Anforderungen des Riffbarsches in einem neuen Becken erfüllen. Was haben wir hier oben noch? Größe. Dies ist die Menge an Platz, die das Tier in einem Becken einnimmt. Ah ja, okay. Also brauchen wir noch ein großes Becken. Größer geht nicht. Größer geht nicht. Dann machen wir mal hier wieder das da. Und das da. Und was haben wir denn hier drüben? Mit mindestens einem erfüllen Sie das, erfüllen Sie das, erfüllen Sie das. Gut, was braucht denn der Riffbarsch? Der Riffbarsch. Drei, 4. Klingelingling, ding. Alles erfüllt. Rangaufstieg. Jetzt beherbergt Ihr Aquarium einige verschiedene Fischspezies. Damit sollten Sie bald einen Rufrang aufsteigen können. Durch einen Aufstieg schalten Sie sofort neue Ausrüstung und Einrichtung frei. Und sie erhöht das Repertoire an Tieren, das sie erforschen können. Aber das ist noch nicht alles. Je höher ihr Rang, umso mehr Gäste werden sie in ihr Aquarium locken, die bereit sind, mehr und mehr dafür zu bezahlen. Sie steigen immer dann einen Rang auf, wenn sie genug Rufpunkte generiert haben. Diese erhalten sie, wann immer einer ihrer Gäste sich in ihrem Aquarium amüsiert. Auch wenn es viele Wege gibt, Ruf zu erhalten, werden sie die Mehrzahl der Punkte mit ihren Tieren, Becken und Dekorationen sammeln. Ihr nächstes Ziel ist es, einen Rang aufzusteigen, wodurch sie neue Tiere freischalten, die sie benötigen, um die verbleibenden Ziele zu erreichen. Gut, wir haben, erreichen sie Rang 2. Haben wir wohl schon geschafft, während ich es vorgelesen habe. Sehr gut. Ruf. Rangdings aufsteigen. Ding, 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 ding. Neu freigeschaltet. Personaltür. Mini-Kombi. Die Mini-Kombi eignet sich zwar nur für kleine Becken, fungiert allerdings als Filter und Heizung in einem und spart somit Platz. Sehr cool. Und Treibholzhöhle. Diese achtlos verstreute Treibholz bildet einen Zufluchtsort für höhlenliebende kleine Tiere. Und die Königsdemoiselle. Trotz seiner aufdringlichen Farbe ist dieser Fisch eher zurückhaltend und wird nicht selten von anderen Fischen drangsaliert. Oh, aber der sieht hübsch aus. Gehen wir wieder an die Arbeit. Yeah! Schalten wir einige Tiere frei. Jetzt, da sie Rang 2 erreicht haben, haben sie Zugriff auf noch mehr Tiere. Sie müssen die Tiere nacheinander freischalten und sicherstellen, dass alle Pflegeanforderungen beachtet werden. In Ordnung. Freischalten. Wir brauchen insgesamt 50, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. 24, 26, 28 haben wir schon. Das heißt, wir kommen der Sache schon näher. Ich würde jetzt hier mal ein bisschen Dekoration kaufen. Hier für die... So. Und ein bisschen Stein noch. Und die Treibhölzchen finde ich eigentlich ganz hübsch. Wobei, die brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Komme ich jetzt hier rüber? So. Weil es ist vielleicht ein bisschen groß hier drüben noch. So, hier blubbert es alles fröhlich vor sich hin. Ich würde jetzt gerne tatsächlich den Fisch hier rüber setzen. Und den auch hier rüber setzen.
Und dann hätten wir hier nämlich noch ein Becken frei. Könnten da noch was reinsetzen dann. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache eigentlich. Und theoretisch könnten wir die hier auch... Kann man das verkaufen? Und entfernen vielleicht? Nee, was ist das hier? Einfach halt wieder das zumachen. Schade. Es geht bestimmt später noch dann. Es blubbelt jetzt fröhlich vor sich hin. Und blubbelt und blubbelt und blubbelt. Wir haben das Ziel, die Königsfischlis hier freizuschalten. Mindestens eine zu haben und deren Anforderungen zu erfüllen. Die können wir uns ja gleich mal angucken, die Anforderungen. Feigling. Achso, kann nicht mit einem Fiesling untergebracht werden. In Ordnung. Aber dafür haben wir ja hier das kleine Becken. Da kann man die ja dann einquartieren. Und zwar jetzt. Sie haben die Königsdemoiselle freigeschaltet. Sehen wir sie uns an. Die Königsdemoiselle ist eine schüchterne Schönheit. Mit anderen Worten, ein richtiger Feigling. Er sollte also sich nicht das Becken teilen mit einem Fisch, der als Fiesling gilt. Das ist in Ordnung, weil kriegt jetzt hier ihr eigenes Becken. So, setzen wir gleich mal zwei rein. Und wir haben hier auch direkt bam 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 schon den nächsten Fisch freigeschaltet. Und zwar den Eldebarer Zwergbarsch. Wie viele haben wir denn jetzt hier in dem Becken drin? Einen nur. Ich wollte zwei hier reinsetzen. So, haben wir hier zwei drin. Ich denke, das ist gut. Hier unten blubbert es auch fröhlich weiter. Und wir sollten jetzt den nächsten Fisch hier freischalten und einen kaufen und seine Anforderungen erfüllen. Können wir uns ja direkt mal angucken. Ah ja, hier. Fiesling tyrannisiert Feiglinge. Und benötigt den Platz von 4. Also ist ein relativ großer Fisch. Ansonsten... Was machen wir? Was machen wir? Wir haben eigentlich ein bisschen Kohle. Wir könnten theoretisch das hier nochmal ein bisschen vergrößern. Entschuldigt bitte, ich habe gerade aus Versehen gegen das Mikrofon gedotzelt. Ich mache jetzt einfach mal so vielleicht noch. So. Wir können hier... Oh, guck mal, jetzt ist hier so eine süße kleine Wand entstanden, aber die machen wir auch nochmal weg. Die nervt ja eigentlich nur. So. Ich kann hier nämlich noch ein neues Aquarium hin. So, nämlich... Und dann können wir das hier mal bewegen. Zack. Hier hin nämlich. Und das bewegen wir dahin. Und dann kaufen wir mal hier die Mini-Kombi. Setzen die hier hin. Dass das dann direkt weitergehen kann. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was ist hier jetzt? Zugriff wird aktuell blockiert. Wieso wird er blockiert? Okay, keine Ahnung. Ich weiß es nicht so genau. Aber wir haben auf jeden Fall den neuen Fisch freigeschaltet. Sie haben den Aldebarer Zwergbarsch freigeschaltet. Sehen wir ihn uns an. Dieser Zwergbarsch ist ein kampfeslustiger kleiner Zeitgenosse. Dieser Fisch gehört zur Kategorie Fiesling. Und schikaniert andere Tiere, die der Kategorie Feigling angehören, wie zum Beispiel die Königsdemoiselle, die sie vorher freigeschaltet haben. Deswegen sollten wir die besser nicht zusammen in ein Aquarium setzen, schätze ich. Aber wir sollen auf jeden Fall welche kaufen. Und können jetzt hier den gelben Segelflossendoktor freischalten. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Aber ich baue hier hinten mal noch einen zweiten Zwergbarsch dazu, dass der nicht so alleine ist. Und ein bisschen Deko. Können wir hier auch noch dazu packen. So, jetzt drehe ich mal ein bisschen rum. Und auch noch ein Felsen. Können wir hier so hinlegen. So. Ich denke, das ist ganz gut.
Und wir wollen jetzt hier nämlich schon direkt den nächsten freischalten. So schnell komme ich mit Lesen gar nicht hinterher, wie es hier durchläuft. Was haben wir denn hier Neues? Liebhaber von Pflanzen, Anforderung 1. Und hier, dieses Tier frisst grüne Petals. Das heißt, ist ein neuer Fisch quasi. Was haben wir denn hier noch an Platz frei? Nicht so viel. Also das Becken hier ist zum Beispiel voll. Hier, das ist noch nicht ganz voll. Wir brauchen auf jeden Fall gleich das neue Paddles-Spender. Den haben wir aber noch nicht. Hätte ich den jetzt schon mal gebaut. Ist hier denn schon was drin? Die Personaltür, ja. Gut, nützt jetzt noch nicht ganz so viel. Hier war das Becken auch nochmal zumachen. Aber wir haben den Fisch gleich freigeschalten. Ist halt, wie ihr jetzt schon selber feststellen könnt, halt hier alles noch Tutorial, ne? Also, das, denke ich, wird noch mühe spannender. Ist halt gerade sehr viel zu lesen. Aber das ist ja bei so Spielen normal. Wir haben jetzt den gelben Segelflossendoktor freigeschaltet. Sehen wir ihn uns an. Der gelbe Segelflossendoktor benötigt eine höhere Wasserqualität als ihre anderen Tiere. Somit müssen sie entweder die Anzahl der Filter oder die Anzahl der im Becken befindlichen Filter erhöhen oder die Fische senken. Bedenken Sie dabei auch, dass dieser Fisch eine andere Nahrung zu sich nimmt als die anderen Tiere. Achten Sie also darauf, einen Spender mit grünen Pelz zu errichten, damit das Personal den gelben Segelflossendoktor füttern kann. Außerdem mag der gelbe Segelflossendoktor Pflanzen. Er sollte also ein Becken bevölkern, das mindestens einen Pflanzenpunkt pro gelben Segelflossendoktor aufweist. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, wir expandieren mal hier runter zu es noch ein bisschen. Ich denke, das können wir uns leisten. Machen wir jetzt einfach auch mal. Ging das nochmal? So, nee, so auch nicht. Ah doch, so. War schon richtig. Ging nur nicht, weil wir das hier noch ausgewählt hatten. Wir machen hier mal ein großes Becken noch hin. Aber das möchte ich gerne ein Stück weiter runtersetzen. So nämlich. Und einfache Wasserfilter und, nee, nicht Mikrokombi, sondern die einfache Heizung. Dann brauchen wir hier noch Pflanzen. Und, wo ist er denn? Hier unten. Unser Segelflossendoktor. Ja, kann ich das nicht? Nee, okay, wir wählen es jetzt aus. Ich wollte erstmal das Becken fertig bauen. Aber der karibische Halsband-Soldatenfisch kommt mir dazwischen. Den erforschen wir jetzt direkt mal. Aber wir brauchen hier erstmal noch so einen grünen Pelzspender. Den packe ich mal dahin. Und packe jetzt hier noch einen Fisch dazu. Die Wasserqualität ist allerdings zu schlecht, aber das konnten wir ja hiermit regulieren, oder? Genau, guck mal hiermit. Wird die Wasserqualität nämlich besser. So. Machen wir das jetzt einfach mal und ich mache auch noch ein paar Pflänzchen hier, die anderen. Dann ist es jetzt zwar voll beladen quasi, aber das stört ja nicht. Das passt, denke ich. Und was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ich wollte mir das neue Fischli angucken, was wir jetzt gerade erforschen. Der hat nämlich hier noch ein paar Neuigkeiten. Abneigung gegen Licht kann nicht in einem Becken mit Beckenlicht angebracht werden. Sagt mir, dass wir gleich ein neues Becken freischalten. Und Liebhaber von Höhlen. Anforderung mindestens eine Höhle. Und die orangenen Pedals. Pellets? Pedals? Nein, Pellets. Sie haben den karibischen Halsband-Soldatenfisch freigeschaltet. Sehen wir ihn uns an. Da der karibische Halsband-Soldatenfisch ein nachtaktiver Zeitgenosse ist, würde er sich sehr über eine Höhle freuen, der er sich verstecken kann. Als sie Rang 2 erreicht haben, haben sie die Dekoration Treibhölzer freigeschaltet, die ihnen Höhlen eingebracht hat. Bedenken Sie Abneigung gegen Licht. Auch wenn sie für sie aktuell nicht relevant ist, müssen sie später ihre Becken mit Licht versorgen. Achso, okay. Später dann. Also es ist noch irrelevant. Hier hinten ist, glaube ich, noch Platz drin, oder? Genau.
Hier hinten ist noch Platz, das heißt, ich würde bei denen jetzt mal die Treibhölzer dazu packen. Und eine unserer Ausrüstung ist kaputt gegangen. Okay, dann schieben wir das dazwischen. Dadurch verliert dieser Gegenstand im Laufe der Zeit an Effektivität. Ein Mitglied ihres Personals mit der Rolle reparieren wird sie automatisch das Werkzeugset schnappen und das Problem beheben. Wenn mehrere Ausrüstungsgegenstände gleichzeitig beeinträchtigt sein sollten, sollten wir darüber nachdenken, noch mehr Personal anzuheuern, noch mehr Werkstattstationen zu errichten oder noch mehr Mitglieder des Personals die Rolle reparieren nahezulegen. Demnächst? Wir machen jetzt allerdings erstmal das, was wir vorhatten. Und das war, den Soldatenfisch hier hineinzusetzen. Müde Gäste. Einer ihrer Gäste ist müde. Errichten Sie einige Bänke, damit sich ihre Gäste eine Sitzgelegenheit haben, auf der sie sich ausruhen können. Im Menü finden wir das. Jawohl. So, ich baue jetzt aber erstmal den Fisch. Und dann stelle ich noch jemanden ein. Genau, ich stelle noch jemanden ein. Wir haben hier immer noch Anne und Wilhelm jetzt auch. Wilhelm ist ein intelligenter Studienabsolvent der Meeresbiologie, der lernen kann, mit Maschinen als auch mit Tieren zu arbeiten. Wir nehmen mal Anne, die haben wir vorhin schon vorgelesen. Kann sich jetzt hier auch ein bisschen drum kümmern. Und ich sehe gerade, das kann gar nicht funktionieren hier hinten, weil da gar keiner drankommt. So. Wie soll er das denn reparieren, wenn er da nicht hinkommt? Oder wie seht ihr das? Ansonsten ist, glaube ich, noch alles in Ordnung. Wir haben nichts zu erforschen, aber wir sollen Bänke bauen. Die bestimmt jetzt hier unten gespawnt sind. Genau, Bank. Ja. Die können wir vielleicht hier so hinmachen. So. So, dann haben wir drei Bänke verteilt. Und jetzt sind wir angelangt an der finalen Herausforderung. Das Aquarium sieht wirklich klasse aus. Ihre finale Herausforderung besteht darin, eine gewisse Menge an Ruf anzuhäufen, um dieses Rufniveau eine Zeit und dieses Rufniveau einige Zeit lang zu halten. Und zwar 70 insgesamt. Und das müssen wir für 3 Minuten und 30 Sekunden behalten. Ja, ich denke, das kommt jetzt dann so von alleine mit der Zeit. Was wir noch machen müssen, wir brauchen hier hinten mal noch ein paar Steine, dass das ein bisschen besser wird hier oben. Aber ich denke, das kommt von alleine. Ist leider unzureichende Wasserqualität. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt, tatsächlich. Aber dann würde ich einfach mal das Gestrüpp hier rüber bewegen und da noch einen Stein dafür hinsetzen. So, zack. Dann müsste das passen. Und ja, so langsam blubbelt jetzt hier alles rein. Wir haben es schon geschafft. Die 3 Minuten sind schon am Laufen. Und ich schätze aber mal, wenn wir jetzt hier unten auf Beschleunigen drücken, doch geht die Zeit schneller voran. Ja, dann machen wir das mal, weil wir haben jetzt gerade wirklich nichts zu tun sonst. Beziehungsweise wir haben wieder zu wenig Rufpunkte. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Schalten Sie neue Tiere frei. Okay, aber warum nimmt der Ruf denn ab? Warum nimmt der Ruf wieder ab? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum nimmt der Ruf ab? Ich verstehe es nicht. Können wir vielleicht halt einfach hier hinten nochmal eine Bank hin? So, dass sich die müden Gäste mal setzen können. Wenn sie zu müde sind. Vielleicht bringt das was. Und ansonsten, ja, können wir jetzt natürlich hier noch ein bisschen Deko reinknallen überall. Wenn die sich darüber freuen, von mir aus, machen wir das. Machen wir das halt. Dann machen wir das halt. Hier drüben, das ist voll. Das ist nicht voll. Was ist denn hier drin? Die Königsdingsens in den Museen. Sind die hier? Da können hier noch zwei rein. Zack,
Becherchen ein bisschen voller. Ist ja auch okay. Hier das Becken ist fast voll. Hier das Becken ist auch fast voll. Da würde ich doch mal sagen, die wollen dasselbe. Dann können wir auch einfach mal die König Salomon Zwergbarsche hier noch mit dazu setzen. Zwei Stück. Und von den Riffbarschen noch zwei dazu setzen. Warum nicht? Können wir ja mal machen. Und dann brauchen wir natürlich auch überall noch ein paar Steine, wo Platz ist. Stein, Stein, Stein. Mehr Stein. Okay, wir müssen die Pflanzen wieder loswerden. Was jetzt langsam schwierig wird. Weil irgendwie habe ich den Verkaufen-Button noch nicht gefunden. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Und zack. Zack, zack. Die Heizung hier drüben ist kaputt. Die wird aber bestimmt gleich repariert. Können wir das irgendwie anweisen? Nee, anscheinend nicht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das hier oben immer so schwankt. Warum schwankt es so? Warum sinkt unser Ruf, obwohl es hier überall rumblubbert? Das verstehe ich nicht so ganz. Kann mir das jemand erklären? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären? Ich kann hier nochmal so ein einfaches Becken hinsetzen und da vielleicht auch nochmal irgendwen reinsetzen. Und hier mal so ein Mini-Kombi-Gerät dazu. Und ein paar Fische. Fische, Fische waren hier. Genau. Machen hier von denen vielleicht mal noch. Auch ein Pflänzchen. Pflänzchen, Pflänzchen, Pflänzchen. Kriegst du. Und ja, das vielleicht bringt das noch ein bisschen mehr Rufpunkte, weil die interessanter sind. Ich weiß es nicht genau. Wie ihr hier sehen könnt, 1 Minute 30 hatten wir es schon geschafft. Ich finde es ein bisschen komisch. Jetzt haben wir es wieder geschafft und nicht geschafft. Jetzt läuft die Zeit wieder, dann läuft sie wieder nicht. Und sie läuft wieder. Und sie läuft wieder nicht. Und sie läuft wieder. Und sie läuft wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Hilfe! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt läuft es zum Glück wieder erstmal. Jetzt sind wir sogar bei 83. Also das Becken hier hinten scheint schon ganz nützlich gewesen zu sein. Ganz hilfreich. Weil jetzt haben wir es gleich geschafft, geschafft, geschafft. So, mal langsam gehe ich hier nochmal in diese Sicht, die auch sehr, sehr cool ist. Hallihallo. Und wir gucken uns einfach mal die Fische an. Kann ich jetzt... Ah ja, guck mal, als würde ich laufen. Hallo. Blub, 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 blub. Das ist schon ganz niedlich. Das ist wirklich süß. Hallo. Na, guten Tag. Das hier hinten sind ja diese Bösartigen. Ja, die sehen auch evil aus, guck mal. Die sehen auch echt bösartig aus. Ich muss sagen, die Sicht hier, die feiere ich schon echt. Die ist echt cool. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, mhm. Das ist schon geil. Gefällt mir echt gut. So. Noch 9876543321 Sekunden und wir haben es geschafft. Sie haben gewonnen! Yay! Sie haben aus Sunnyside ein großartiges kleines Aquarium gemacht, von dem die Menschen Notiz genommen haben. Sie haben ein Jobangebot in Northwoods erhalten, wo sie mit der Leitung eines größeren Aquariums beauftragt werden. Sie können natürlich noch gerne mehr Zeit in Sunnyside verbringen, so viel sie möchten. Diese Nachricht bleibt Ihnen im Nachrichtenlogbuch. Zugriff via Schaltfläche unten links, bis Sie bereit sind. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihren neuen Job und größere Herausforderungen stellen möchten. Ich bin jetzt bereit, mich mit dem Job in Northwood zu widmen. Dann würde ich sagen, los geht's nach Northwood.